Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Einblick zur PlayStation 4. Die in diesem Video gezeigten Spielszenen stammen von der Gamescom 2013 in Köln. Der Verkaufsstart der PlayStation 4 ist für den europäischen Raum auf den 29. November 2013 datiert. Während Sie die Spielszenen so auf sich wirken lassen, gibt es einige der wichtigsten Fakten zur PlayStation 4 im Punkto technischer Spezifikationen der Prozessor- und Grafikeinheit, Arbeitsspeicher und den Neuerungen am Controller. Zu den wichtigsten Neuerungen am DualShock 4 Controller zählen wohl das Touchpad, ein Audioausgang, ein integrierter Monolautsprecher sowie der Leuchtfläche der sogenannten Lightbar, welche verschiedene Funktionen übernimmt. Darüber hinaus wichen Start- und Select-Button einem Optionen-Button, ebenso wie ein zusätzlicher Share-Button auf die Bildfläche tritt, mit welchem man Erlebnisse von seiner Konsole direkt mit seinen Freunden über soziale Netzwerke teilen kann. Zur Technik der PlayStation 4 sei gesagt, dass hier AMDs bislang stärkste Accelerated Processing Unit, kurz APU, zum Zuge kommt. Die Grafikeinheit taktet mit 800 MHz ganze 300 MHz schneller als die der PlayStation 3. Sie basiert auf einer modifizierten DirectX 11.2 Technologie und verfügt über 18 Compute Units, welche für eine Leistung von 1,84 Teraflops pro Sekunde sorgen. Die PlayStation 3 bringt hier gerade einmal Werte im unteren Gigaflop-Bereich. Die Prozessoreinheit basiert auf einem AMD Jaguar Octa-Core. Dieser verfügt im Gegensatz zur PlayStation 3 über einen viermal so großen L2-Cache. Darüber hinaus sind noch eine Reihe dedizierter Chips für Installation, Upload, Download, Sleep-Modus, Aufnahme und Audio verbaut, welche die APU entlasten. Die PlayStation 3 bietet im Vergleich nur einen Intel Core 2 Duo-Prozessor. Als Arbeitsspeicher kommen bei der PlayStation 4 sogar satte 8 GB GDDR5 zum Zuge, welche den Arbeitsspeicher der PlayStation 3, mal abgesehen vom technologischen Fortschritt, schon um das Achtfache übersteigen. So viel zu dem kleinen Einblick von unserer Seite aus. Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran und bis bald auf notebooksbilliger.de.